Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Jurassic World. Wir sind in der letzten Folge angekommen auf der Insel, wo der Jurassic Park erbaut wurde, Isla Nublar. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber genau so ist es. So, jetzt kann ich mir hier diese Insel angucken. Okay, wir landen dann jetzt mal hier. Wenn da nicht so viele Dinos wären, würde ich ja sagen, es ist eine super schöne Insel. Jurassic Park, da ist der Eingang. Okay, da ist Jurassic World. Auf der anderen Seite ist Jurassic Park. Kann ich mich schon bewegen? Ja, ich kann mich bewegen. Ah, da haben wir auch eine kleine Minimap da unten. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen in Jurassic Park. Bei der Straße da drüben finden Sie ein Fahrzeug, das Sie zum Besucherzentrum bringt. So, genau. Ich denke, wir sollen auch zuerst in den Jurassic Park, wenn wir die Reihenfolge hier auch einhalten wollen. Was sagt denn hier diese DNA-Helix zu uns? So, drücke die Back-Taste, um die Karte des Parks anzusehen. Okay, dann drücke ich das mal. Na cool. Das ist also der Park. Ich denke mal, hier sind wir gelandet. Genau, da ist der Heli an dem Fluss mit dem Wasserfall. Okay, okay. Da haben wir ja so ein bisschen was zu entdecken. Herauszoomen können wir mit B. Ja, nett gemacht, die Karte. Wissen wir das auch schon mal. Wie können wir das Ganze denn jetzt... Ah, okay. So, was haben wir hier? Okay, das ist halt nur auch nochmal eine Karte, die wir uns hier anzeigen lassen können. Hier gibt es noch ein paar Steinchen. Okay, da vorne an dem Heli kommen wir nicht vorbei. Da auch nicht. Und ganz weit außen rum auch nicht. Also kommen wir noch gar nicht an Jurassic World ran. Vorne lang geht es auch nicht. Doch, hier vorne können wir lang. Willkommen in Jurassic World. Bitte steigen Sie in ein Fahrzeug, um zum Ferienkomplex zu gelangen. Okay, jetzt zum Ferienkomplex. Was ist das hier für ein Gerät? Wollen wir mal schauen. Ah, okay, das ist das, was wir schon mal gespielt haben, den Prolog. Okay, da können wir wohl alte Level nochmal spielen. Das ist interessant. So möchten wir aber nicht, weil so viel haben wir ja noch gar nicht gesehen. Gucken wir mal, hier unten konnten wir doch noch runter. Ich habe ihre Meinung geändert. Das steht ihnen frei. Schwamm drüber. Andere Mütter haben auch nette Kinder. Hier gibt es einen Fotoapparat. Was können wir hier machen? Dafür brauchen wir auch einen Fotoapparat. Okay. Ich finde es anfangs immer total spannend, einfach mal zu schauen, was gibt denn dieses Spiel überhaupt so alles her? Was können wir hier alles machen? Was macht die Kamera jetzt? Okay. Blümchen kaputt machen. Yay. So. Irgendwas Interessantes, was wir hier machen können? Hast du nicht auch... Nee, du hast nicht die Pistole, mit der wir schießen können. Haben wir denn jemanden dabei, der schießen könnte? Du hast einen Aktenkoffer dabei. Okay, da geht das Rad auf. Nein, du kannst mit deiner Aktentasche schlagen. Du kannst auch nur hauen. Gehen wir mal zu ihm hier wieder zurück. Weil hier hinten war noch ein bisschen was. Noch ein paar Pilze oder was waren das? Egal, bringen uns jetzt nicht weiter. So, dann gehen wir doch mal hier zu dem Eingang. So, diese gläsernen Stats, sage ich mal, diese bläulichen Stats, die so ein bisschen durchsichtig schimmern, das sind auch immer so die Wegestats, die als Navi fungieren. So, folge der Statsspur, um zu deinem Ziel zu gelangen. Genau das ist das, was ich doch gerade sagte. So, können wir das nicht mit den Autos machen? Kann ich hier einsteigen? Jawohl!
Wow. So, wie gebe ich denn jetzt Gas? Okay. Haben wir das auch schon mal geklärt? Sonst wird mir jeder Mist 10.000 Mal gezeigt. So, ich hoffe, ich verpasse hier rechts und links nichts. Aber egal, wir müssen ein bisschen was in der Story vorankommen. Ach, jetzt reicht's mir aber. Wer Ersatzteile braucht, sollte sich bitte aus dem Lager holen. Nicht aus den Schalltafeln. Dann mach mal auf hier. So, gucken. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Irgendwas von Ersatzteilen hat er gelabert. Können wir dir irgendwie helfen? So, da machen wir doch mal wieder alles kaputt hier. Können wir auch direkt schon mal buddeln? Das ist schon mal sehr gut. Natürlich, hier werden die Ersatzteile verbuddelt. So, okay, du kannst da arbeiten. Y, A, X, Y, A und X sollen wir drücken. Dann machen wir das direkt mal und hat auch super geklappt. Jetzt müsste doch das Tor aufgehen. Okay, dir gehört der Park. Dann fahr mal bitte schön vor. Wer kommt mit? Okay, ihr kommt mit. Und wir folgen dann weiterhin mal den blauen Stats. Eins wollen wir klarstellen, John. Ihre Investoren, die ich vertrete, sind zutiefst besorgt. Wenn die drei in 48 Stunden nicht überzeugt sind, bin ich's auch nicht. Dann mache ich ihren Laden dicht. Die Spezies der Ferriformern ist seit der Kreidezeit ausgestorben. Dieses Blatt dürfte es doch gar nicht... Ein Dinosaurier. Wir werden ein Vermögen in diesem Park verdienen. Wie schnell sind die? Nun, wir haben den T-Rex mit 52 km/h gestoppt. Ein T-Rex? Mhm. Sagten Sie, Sie haben einen T-Rex? Mhm. Wiederholen Sie das. Wir haben einen T-Rex. Dr. Brent, liebe Dr. Sadler, willkommen im Jurassic Park. Ja, da sind wir dann jetzt mal so richtig angekommen im Jurassic Park. Ich glaube, ich würde genauso da stehen. Warten Sie es ab. So. Können wir hier irgendwas finden? Müssen wir hier irgendwas finden? Ich weiß es nicht, aber die Tour soll wohl weitergehen, so wie das aussieht. Kannst du mit irgendwas werfen? Nein. Dann denke ich mal, sollen wir weiterfahren. Auf der Straße sind nämlich weiterhin diese blauen Stats angezeigt. Hallo, steigst mir mal bitte nicht auf die Karre hier. So, weiter geht's. Nochmal schauen. Dann mampf mal in Ruhe weiter. Das hier, da können wir uns wahrscheinlich wieder die Karte anzeigen lassen, wo wir uns gerade befinden. Okay, das scheint ja doch relativ groß hier zu sein. Hier mag ich aber mal aussteigen. Hier scheint es doch irgendwas zu geben. Okay, das sah so aus, als würde sich da irgendwas drunter verbergen. So, was haben wir denn hier? Da müsstest du doch was machen können, nein? Er hier. Ah, weil er die Sichel hat. Genau, er kann diese Lego-Seile zerschneiden. Genau so war das.
Und die Dame, die kann jetzt springen. Dann gucken wir mal, was wir hier oben haben. So, da hüpft auch schon was. Das können wir dann zusammenbauen. Ah, das Tor wäre sonst nicht aufgegangen. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Sonst denke ich mal, brauchen wir hier oben nichts mehr. Was haben wir denn hier noch alles? Kommen wir hier vielleicht noch hoch? Nicht? Ich will das aber da oben kaputt machen. Geht nicht. Okay, dann lassen wir das bleiben. Was haben wir hier sonst noch? Können wir für dich noch irgendwas tun? Ja, da können wir auch noch hochspringen. Sag mal, die Leute, die hier arbeiten, sind ja alle total unfähig. Die kriegen ja nichts alleine auf die Reihe. So, auf der Seite bauen wir auch nochmal lustig was zusammen. Und das nächste Tor ist geöffnet. So, da oben waren noch Stats. Schauen wir doch mal, ob wir da noch weiter hochkommen. Jawohl. Okay, mehr gibt es hier oben nicht zu sehen. Ich dachte, da wäre vielleicht noch irgendwas, was man auf Anhieb nicht sehen könnte. Dann fahren wir doch mal weiter. Nein, fahren, habe ich gesagt. Nicht Charakter wechseln. So, auf geht's. Coole Sache. Ah, hier sind die Schienen für diese Autos, die diese Jurassic Park Tour machen später. Ah, da steht auch schon eins im Hintergrund. Es plöppte dann irgendwann mal auf hier. Die haben aber auch so einen irren Blick. Na, wie cool. Genau, das sind die Autos. Was ist das da drüben? Da ist ein goldener Stein. Darf man darüber? Soll man darüber? Sterbe ich, wenn ich ins Wasser gehe? Ich probiere es mal aus. Kannst du schwimmen? Nein, er springt sofort alleine wieder aus dem Wasser raus. Okay, okay. Dann scheint man wohl erstmal nicht darüber zu kommen. Ah, da braucht man wohl irgendeinen Charakter, der hier dran ziehen kann. Vielleicht kann man sich da eine Brücke bauen. Ich sehe schon, wir können noch ganz viel hier entdecken. Deswegen folgen wir erstmal jetzt am Anfang hier diese Storyline. Gleich da unten gibt es eine Dino-Info. So, das ist schön. Dann mach mal weiter hier. Muss ich hier irgendwas tun? Ich drücke schon sämtliche Knöpfe. Der modernste Vergnügungspark auf der ganzen Welt. Nehmen Sie doch alle Platz. Schon ein Tropfen Blut enthält Milliarden von DNS-Strängen in Bausteinen des Lebens. Vor 100 Millionen Jahren gab es Moskitos, genau wie heute. Nachdem ein Moskito einen Dino gestochen hatte, konnte es vorkommen, dass er auf einem Ast landete und versteinerte. Wir nennen es Bernstein. Mit den modernsten Techniken konnten Jurassic Park-Wissenschaftler das konservierte Blut des Moskitos extrahieren. Und jetzt konnten wir ein Dinosaurier-Baby erschaffen. Park Henry. Oh, guten Tag, Sir. Perfektes Timing. Sie prägen sich das erste Lebewesen ein, mit dem Sie Kontakt haben. Genau so. John, eine derartige Kontrolle, wie Sie sie anstreben, ist nicht möglich. Wenn uns die Evolution eines gelehrt hat, dann, dass das Leben einen Weg findet. Was für eine Spezies ist das? Das ist ein Velociraptor. Nach 8 Monaten sind sie Killer und ich meine Killer. Ich habe fast alles gejagt, aber die Viecher sind so schnell.
80, 90 Stundenkilometer, wenn Sie freie Bahn haben. Ja, mein Erinnerungsvermögen. Also gut, füttern wir diese zu groß geratenen Eidechsen. Kommen Sie schon, los. Genau, da wurde Futter geliefert. Und wie es weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.